Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video des Seven Deadly Sins Grand Cross. Wie ihr schon seht, beschäftigen wir uns heute mal mit einem Charakter, der auf dem globalen Server noch gar nicht draußen ist, aber der, finde ich, so gut ist und der auch so gehypt wird, dass ich mir gedacht habe, ich gehe einfach mal da drauf ein. Und zwar ist das natürlich hier unser Lost Vein Meliodas. Man hört schon seit Wochen, bringen die YouTuber Videos über ihn und da habe ich gedacht, mache ich das auch einfach mal und sehe gerade, dass meine Aufnahme einfach mal ins Bild reingesprungen ist. Ja, und zwar, wie ihr seht, habe ich ihn hier schon mal geöffnet. Da haben wir die ganzen Informationen auf Englisch. Da haben wir erstmal seine passive Fähigkeit, die natürlich genial ist. Und zwar tut er mit jedem kritischen Treffer, den er kassiert, seine Fähigkeiten um 1 hochstufen. Also sozusagen so wie der Invasionsfall von Gothard, nur dass er dafür keine aktive Fähigkeit einsetzen muss, sondern jedes Mal, wenn er mit einem kritischen Treffer getroffen wird, bekommt er einen Skill Rank Up. Das heißt, wenn ein Gegner von euch, sagen wir zum Beispiel mit einem roten Hauser oder sowas, 2 AOE-Attacken macht, ist es sehr wahrscheinlich, dass in den AOE-Attacken mindestens ein kritischer Treffer pro Angriff drin ist. Das heißt, damit wären eure Fähigkeiten gleich auf Stufe 3 gelevelt. Und dazu kommt, dass seine Fähigkeiten, also erstmal natürlich, die Fähigkeiten sind super stark bei ihm, die Passive ist super stark und die Ult ist natürlich der Hammer bei ihm. Aber darauf kommen wir gleich. Und zwar sehen wir hier seinen ersten Angriff. Das ist der Angriff, den wir jetzt zum Beispiel schon von unserem grünen Escanor kennen. Macht auf Stufe 1 240%, ab Stufe 2 sind es dann 300%, plus füllt zusätzlich die Anzeige ultimativer Move um einen Orb zusätzlich auf. Das heißt, wenn ihr die Fähigkeit einsetzt, bekommt ihr noch einen Orb zusätzlich. Das heißt, ihr bekommt nicht einen Orb für die Fähigkeit, für das Fähigkeit einsetzen, sondern 2. Und natürlich auf Stufe 3 sind das dann insgesamt 3 Orbs und 500% Schaden. Das heißt, damit könnt ihr, wenn ihr kritische Treffer kassiert, sehr schnell eure Ult rushen. Und wie ich finde, ist er auch fürs Ult-Rushen geboren. Und zwar, dazu kommen wir auch gleich. Dann kommen wir zu seiner zweiten Fähigkeit, die auch mega stark ist. Und zwar Charge Damage kennen wir. Das ist wie zum Beispiel die Ulti von unserem blauen King. Ignoriert Resistenz, also ignoriert Verteidigung. Und zwar haben wir da Stufe 1 von 130%, geht hoch auf 195% und auf 325% auf alle Gegner. Das heißt, das ist teilweise stärker als die meisten Ultis von irgendwelchen Charakteren, einfach aus dem Grund, wenn wir hier seine Stats angucken, haben wir ihn hier mit 70% Crit-Chance. Das ist, glaube ich, einer der höchsten Crit-Chancen im ganzen Game. Das heißt, wir haben brutal viel Schaden bei den 2 Fähigkeiten schon. Wir haben eine mega passive plus 70% kritischen Chance auf kritische Treffer mit einem Crit-Damage von 170% schon. Und das ist alles noch angeared. Also wenn ihr dann natürlich geared PvP spielt, habt ihr das natürlich noch höher. Wenn ihr zum Beispiel Crit-Schaden-Rolls oder sowas drauf habt. Wobei ich euch dazu natürlich nicht rate, denn ich bin ein Verfechter davon. Ich reroll gerne alles auf Angriff, Def und HP. Einfach aus dem Grund, weil es am meisten Kampfkraft gibt. Bei den Defense-Rolls habe ich manchmal noch einen Resistance-Roll drin, also einen Resistenz-Reroll, weil Verteidigung meiner Meinung nach eigentlich so gut wie keine Kampfklasse gibt. Aber jetzt kommen wir zu seiner Ulti, die halt, die ist einfach nur übertrieben. Und zwar haben wir hier Secret Technique Damage, das heißt plus 20% Schaden mehr pro Karte, pro Fähigkeit, die ihr von dem Helden auf der Hand habt. Jetzt kommt aber das Fiese, so, das heißt schon mal 300% auf Stufe 1. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier angucken, im Multiplayer hat er am Schluss, wenn seine Ulti 6-6 ist, 450%. Und jetzt kommt das Fiese, auch die Secret Technik der Multiplayer geht auch hoch, und zwar immer um 8%. Das heißt, ihr startet mit 20% mehr Schaden pro Fähigkeit, die ihr von ihm auf der Hand habt. Am Schluss sind das 60%. Weil ihr jetzt natürlich im Idealfall 2-3 Fähigkeiten von ihm auf der Hand habt, zusätzlich zu seiner Ulti, sind das nochmal 120 oder 180% mehr Damage auf die 450% draufgerechnet. Das heißt, ihr habt dann 570 bzw. 630% mehr Schaden und das Ganze mit dieser Crit-Chance. Einige von euch werden wahrscheinlich schon PvP-Videos von ihm gesehen haben.
wo dann seine Ulti ja, einfach mal im Geared PvP 1 Million Schaden macht und das ganze Team auslöscht. Das heißt, mit dieser Ulti könnt ihr eigentlich safe immer, wenn ihr natürlich das Ult-Level habt, ein ganzes Team locker auslöschen. Das heißt, ich finde, die Unit ist schon fast ein bisschen übertrieben, aber ich feiere es hart, so wie man ihn spielen kann. Und meiner Meinung nach, das deckt sich wahrscheinlich auch mit den Meinungen anderer Spieler, man kann ihn natürlich auch ohne Ultra spielen. Ich werde ihn aber definitiv mit Ultra spielen, denn wir haben hier oben ja halt auch schon einen Haufen Damage. Das heißt, man kann ihn auch ohne Ultra spielen. Ich finde aber, er ist fürs Ultrush gebaut, denn er hat hier die Fähigkeit, mit der er seine Ulti selber rusht. Plus, ihr könnt zum Beispiel dann als Subcharakter natürlich ins Team die grüne Merlin reinnehmen. Dann startet ihr schon mit einer Anzeige, also mit einem Ultpunkt mehr. Und ja, wenn ich jetzt mir ein Team ausdenken müsste, wie ich den spielen würde. Also zu dem Moment, wenn er rauskommt, und ich glaube, er kommt jetzt in naher Zukunft, deswegen mache ich das Video, weil ich ein bisschen an euch appellieren will, spart eure Diamanten. Nicht so wie ich, der in jedem Banner zieht. Ich denke mal, bei Meliodas werde ich dann wieder auch eine Ausnahme machen. Normalerweise kaufe ich mir ja nur das Weekly Package und das Monthly Package, also nur das Wochen- und Monatspaket für Diamanten. Ich denke aber, bis dahin, bis er rauskommt, werde ich nicht mehr so viel Diamanten sparen können. Das heißt, da muss ich wahrscheinlich dann ordentlich reinblechen. Denn ich hätte seine Ulti natürlich gerne auf maximal hohem Level, aber hauptsächlich ziehen erstmal überhaupt. Aber am liebsten hätte ich seine Ulti natürlich direkt 6-6, das wäre natürlich mega nice. Und wenn ich mein Team ausdenken würde, würde ich das Team, wenn er rauskommt, mir so auswählen, dass ich natürlich mal den Lost Vein Meliodas spielen würde. Dann würde ich den roten Gopher wahrscheinlich reinnehmen. Und ja, die beste Entscheidung wäre meiner Meinung nach, glaube ich, dann noch zusätzlich der blaue King. Da habe ich aber das Problem, dass ich zum Beispiel die Ulti vom blauen King nicht gelevelt habe. Was mir jetzt sozusagen ein bisschen das Genick bricht. Aber ja, wenn natürlich Göttin Elisabeth rauskommt, dann kann ich sozusagen den blauen King durch Göttin Elisabeth ersetzen und könnte dann so das Team spielen. Als Subunit empfehle ich dafür natürlich die grüne Merlin. Deren Ulti bin ich jetzt gerade auch am Leveln auf am 6-6 machen. Meine Gopher Ulti ist 6-6. Und der Vorteil halt bei den beiden Charakteren ist ja, dass zum Beispiel Kings Ulti auf 6-6 ist ja auch ein mega Damage Beast. Das heißt, ihr ignoriert die Verteidigung plus ihr habt am Schluss, ich bin mir nicht sicher, können ja mal gucken. Ich glaube, es sind 525%. Ja, es sind sogar 630, wenn man, 630% und hier sind sogar 720. Ihr ignoriert die Verteidigung. Das heißt, Kings Ulti ist teilweise auch eine Ulti, mit denen ihr ganze Teams auslöschen könnt. Und dann haben wir natürlich noch den roten Gopher, dessen Ulti auf den ersten Level nicht so nice ist. Aber wenn wir uns die Ulti auf Max-Level anschauen, ist die halt auch nicht schlecht. Hier sind es 525%. Wenn ihr dann noch einen King als Subunit drin habt, und das habe ich. Ich habe den grünen King zum Beispiel auf Stufe 80 und 6-6. Und natürlich auch auf 6 Sterne erweckt, habt ihr hier halt auch 600% Schaden. Und damit haut er halt auch meistens mal mindestens ein Dreiviertel der HP weg. Das heißt, ihr habt ein Team, wo zwei Charaktere halt eigentlich nicht so die Damage-Spießer sind. Also ihr könnt mit Gopher, natürlich habt ihr das Attack-Seal, was aber so gut wie kein Damage macht. Ihr habt Invasionsfall, der kein Damage macht. Ihr habt bei King die grüne Heilung, die kein Damage macht. Und ihr habt das Versteinern, das ja auch nicht wirklich viel Damage macht, sind wir mal ehrlich. Das heißt, ihr habt ein ganzes Team voll mit AOE-Ultis, die mega reinhauen. Und deswegen empfehle ich, den Lost Vein Meliodas als Ultrush-Team zu spielen. Klar kann man den auch in anderen Teamkompositionen spielen, weil seine normalen Fähigkeiten halt auch schon mega viel Schaden machen. Wir kennen das ja vom grünen Escanor, dessen normale Fähigkeiten hauen auch schon mega rein. Und er hat halt auch,
wie Eskanos rote Fähigkeit, genau die gleiche Fähigkeit, die mega reinhaut, plus dass er 70% Crit-Chance hat. Und ja, so viel zum Thema Lost Vale Meliodas. Also, wenn ihr für irgendeinen Charakter sparen wollt, meiner Meinung nach in naher Zukunft, dann spart auf jeden Fall für Lost Vale Meliodas. Und ja, dann würde ich sagen, schalte ich mal kurz um. Ja, nicht hier, sondern hier, genau. Denn im letzten Video hatte ich ja versprochen, dass wir den garantierten SSR-Pull bei Monspeed, genau. Jetzt wollte ich erst der Rosser sagen, der Banner war aber die Woche davor. Dass wir den garantierten Pull noch beim Estarossa-Banner, beim Monspeed-Banner machen, jetzt habe ich es doch gesagt. Denn wir haben hier, wie ihr seht, die Leiste auf 100% gefüllt. Und da würde ich sagen, probiere ich jetzt noch ein letztes Mal mein Glück. Vielleicht ziehe ich hier einen der beiden Monspeeds, am liebsten natürlich den grünen. Bitte eine Sonne im Hintergrund. Keine Sonne, schade. Dann hätten wir eine Eskanon-Animation, hätten wir wenigstens zwei SSR gehabt, aber in dem Banner hatte ich bis jetzt kein Glück. Denn ich glaube, ich habe im letzten Video 6 Mal gezogen, es war nur einmal eine SSR dabei. Und selbst jetzt die Animation sah nicht so gut aus, aber wir kriegen natürlich eine garantierte SSR. Aber ich denke mal, es wird nur eine sein. Ja, es wird nur eine sein. Natürlich an letzter Stelle. Wenn ich das richtig gesehen habe, waren das nur R-Charaktere sonst, ne? Der Banner ist wirklich nicht mein Freund. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall mega auf Lost Vale Meliodas. Und dann habe ich gleich noch eine Frage an euch. Denn ich bin mir in letzter Zeit bin ich sehr viel am Überlegen, von welchen Charakteren ich denn das Gear leveln soll. Sprich, welche Charaktere UR-Gear bekommen sollen. Da bin ich mir ziemlich unsicher und dachte mal, ich frage einfach mal die Community, also euch, da manche von euch ja sowieso besser informiert sind als ich. Und dann schilder ich gleich mal mein Problem nach dem Pull und... ja, roter Arthur hätte ich jetzt nicht gebraucht, denn den habe ich schon 6-6, aber ja, nehme ich natürlich trotzdem, denn damit habe ich jetzt sozusagen einen Platin-Coin mehr, womit ich die Ultis von meinen grünen Merlin, meinem blauen King noch leveln kann zum Beispiel, denn das sind bei mir die nächsten Charaktere auf der Liste, obwohl ich natürlich viel lieber zum Beispiel den roten Eskanor leveln würde, aber ich kann den roten Eskanor irgendwie nicht so gut effektiv verwenden. Und zwar habe ich folgendes Problem. Ich pushe meine Kampfkraft mit dem Team zurzeit, also mit dem Team registriere ich meine Kampfkraft. Da haben Eskanor und Hauser zum Beispiel schon das volle UR-Gear. Und ich habe jetzt schon wieder genügend Steine dieses Steinmetzes, um Gothas Ulti, ich könnte Gothas Set komplett auf UR machen, denn ich habe 68 Steine zurzeit. Aber Gopher gibt es ja zurzeit noch nicht. Blue Demon Meliodas gibt es zurzeit auch noch nicht. Und ja, was ich mich jetzt frage, denn ich will ja anfangen, Geared PvP zu spielen. Und wenn ich jetzt hier im Geared PvP gucke, seht ihr, dass meine blaue Lilia zurzeit noch keine Ausrüstung anhat. Das Einzige, was sie an Ausrüstung anhat, ist halt hier dieses Airset, wo alles halt auf bisschen auf Durchdringen gerollt ist, damit ja, im Farming-Team meine Team genügend Damage macht. Jetzt frage ich mich, soll ich ihr ein HP-Dev-Set auf SSR hochleveln und das OR machen? Oder soll ich mir das lieber sparen und stecke das zum Beispiel lieber in die grüne Merlin rein, gebe ihr ein OR-Gear oder... mache meinem King schon mal ein UR-Gear, falls ich seine Ulti irgendwann mal auf 6-6 habe. Was wäre denn eurer Meinung nach das Beste, was ich machen kann? Also sozusagen die beste nächste Unit, die ich hochleveln kann.
Denn ich bin mir zurzeit sehr unsicher. Ich habe mir halt eigentlich in den Kopf gesetzt gehabt, ich warte, bis der Gother endlich mal sein UR-Gear bekommt. Aber das kann, glaube ich, noch ein wenig dauern. Bis dahin habe ich bestimmt wieder genügend Steine gesammelt. Das heißt, ich hätte jetzt eigentlich ein UR-Gear frei, aber wem soll ich das geben? Soll ich das halt meiner grünen Merlin geben? Oder halt hier zum Beispiel dem Set, was ich für... Ich halte zurzeit hat es der grüne King an. Die haben halt auch schon ein Set. Oder soll ich dem sein Set UR machen? Da sind aber, glaube ich, die Rerolls noch nicht so gut. Genau, 7, na, dann 10,6. Hier ist noch gar nichts gerollt. Hier ist auch noch nichts gerollt. Hier habe ich 10 und hier 11. Also sehr schlechte Rerolls bis jetzt. Aber die könnte ich ausbessern, denn ich habe, glaube ich, fast 400 Ambosse. Nur ist die Frage da, ich ja hier, ja, ich kann es euch ja mal zeigen. Es ist leider ein bisschen traurig, denn wenn ihr seht, ich habe hier Kings Ulti nur auf 1 von 6. Andererseits habe ich von der blauen Lilia, wo ist sie hier, die Ulti auch nur auf 2 von 6. Und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, einen Charakter, der nur ein Ult-Level von 2 von 6 hat, dem ein UR-Gear zu geben, denn da geht einem ja ziemlich viel CC verloren, was natürlich im Gear-PvP sehr wichtig ist. Oder sagt ihr zum Beispiel, ich soll einfach warten, bis zum Beispiel Gotha rauskommt oder der blaue Dämon Meliodas. Denn der blaue Dämon Meliodas wäre natürlich auch noch eine Variante, dem ich gerne UR-Gear geben würde. Ich weiß natürlich auch nicht, wann Meliodas rauskommt fürs UR-Gear. Andererseits benutze ich ihn halt überall. Ich benutze ihn im Farming-Team, ich benutze ihn zurzeit noch im PvP. Ich weiß zwar nicht mehr, wie lange, denn ich weiß nicht, wie lange dieses Pierce-Team, dieses Durchdringen-Team noch gut ist. Viele spielen es ja mittlerweile schon nicht mehr. Und deswegen dachte ich, frage ich einfach mal euch, denn ihr wisst es meistens besser, bin ich ehrlich. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr denn an meiner Stelle machen würdet, was ihr für am sinnvollsten erachtet. Und ja, da würde ich sagen, dann war es das mit dem Video von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und ja, ich schwitze, aber man sieht es nicht. Es ist einfach viel zu warm die letzten Tage. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.